Leute, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Heute gibt es meinen gesammelten Beauty-Haul der letzten 2 Monate. Also alles, was ich in den letzten 2 Monaten so auch hingekauft habe. Und ich glaube, dieses Mal hat dieser Haul das Prädikat XXL wirklich verdient, weil es ist wirklich viel Zeug. Ich bin damit gar nicht so unglücklich in dem Sinn, weil da viele Sachen drin sind, die entweder nachgekauft sind, ganz lang aus meiner Wunschliste standen oder auch speziell wirklich für ein Video gekauft sind. Ich versuche das ja immer zu vermeiden, dass ich sage so, ja, ich mache jetzt das Alterra-Video, kaufe ich alles von Alterra, sondern das, was ich kaufe, macht auch Sinn. Also das sind Produktkategorien, die mich interessieren und die ich auch aufbrauchen kann. So versuche ich da immer vorzugehen. Und am Ende des Videos zeige ich euch auch noch die Produkte, die mir diesen Monat kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt wurden. Das sind diesen Monat altbekannte Marken Micara und I+M. Also wenn euch das interessiert, bleibt gerne auch dran. Was ich am Anfang des Videos noch sagen möchte, ich will nicht, dass sich irgendjemand von euch durch dieses Video getriggert fühlt, dass er jetzt selber ganz viel kaufen gehen muss. Wie gesagt, es ist über 2 Monate Dinge, die lange auf meiner Wunschliste standen oder die eben für Videos gebraucht werden. Und ja, ich glaube, Hauls können sonst manchmal ein bisschen ungute Gefühle auslösen. Und vor allen Dingen wartet einfach mal ab, bis ich die Sachen getestet habe, bis ihr vielleicht auch nachkauft. Weil das ist ja bei Hauls immer so, dass ich euch ja in der Regel noch keine Review dazu geben kann. Also bleibt einfach dran. Wir legen jetzt mal los. Wie gesagt, ich lese euch mal die Marken vor oder die Shops, bei denen ich bestellt oder gekauft habe. Müller, DM, Rossmann, Douglas, I+M, Paula's Choice, Hopery, Lethal Cosmetics und eben Micara. Also es ist einiges dabei. Holt euch einen Snack vielleicht. Ich habe gerade Mittag gegessen und ich habe panische Angst, dass mir irgendwo noch irgendwie Tomatensauce im Gesicht hängt. Tut's aber nicht. Und ja, wir legen jetzt los. Los geht's erstmal mit meinem Rossmann-Einkauf. Ich plane für Juni das Alterra Tops und Flops Video. Dafür habe ich in der Woche, also für euch ist es jetzt schon eine Weile her, wo es bei Rossmann 20% auf Alterra gab, noch ein paar Sachen gekauft, die ich mir vorher überlegt hatte, die ich eben für dieses Video noch testen wollte. Und dann habe ich noch 2 altbekannte Favoriten nachgekauft. Einmal meine Mascara. Das ist von Rival Loves Me, die Superstar Water Resistant Volume Mascara. 2,29 € kaufe ich seit Jahren nach immer wieder diese Mascara. Habe ich bislang auch ja, für mich nichts Besseres gefunden. Und ich habe meine jetzt 4 Monate offen und ich glaube, jetzt wird es mal Zeit. Und dann habe ich keinen Augenbrauenstift mehr auf Vorrat gehabt und habe mir deswegen, ich weiß nicht, ich bin momentan irgendwie super selten in der Drogerie. Ich wohne jetzt auch nicht mehr so günstig, um mal eben irgendwie zu DM zu gehen. Aber ja, ich wollte einfach ein Augenbrauenstift noch auf Vorrat haben. Das ist auch der, den ich immer kaufe. Das ist der Essence Superlast 24 Stunden Brow Pomade Pencil in der Farbe Blond. Also das ist jetzt nichts wirklich Interessantes. Wir kommen jetzt aber zu den Alterra Produkten. Ich habe erstmal losgelegt und habe mir wieder ein flüssiges Shampoo gekauft. Ich war ja mit diesem festen Sensitiv Shampoo von Alterra super zufrieden und dachte jetzt so, Kopfhaut Balance, das klingt genau nach dem Richtigen für mich. Ich habe immer mal wieder so Probleme mit schuppelnder Kopfhaut hier so an der Seite. Und deswegen dachte ich, dieses Shampoo mit dem Bio-Hafer ohne Silikone, sensitiv und pH-hautneutral, könnte was für mich sein. Leider im Vergleich zum festen Shampoo ist hier tatsächlich auch Parfüm und so ätherische Öle etc. enthalten. Ich habe mir damit jetzt bislang einmal die Haare gewaschen und fand es recht basic. Also ich fand es jetzt nicht schlecht, aber ich werde jetzt mal gucken, was es langfristig eben für Auswirkungen auf meinen Kopf hat. Ich wollte jetzt aber auch einfach mal noch so ein Shampoo von Alterra testen. Dann habe ich 2 Körperpflegeprodukte noch mitgenommen. Da brauche ich auch so einfach Nachschub und da wollte ich auch mal so 2 Basics testen. Einmal bin ich ein großer Fan von Alverde, also von der DM-Eigenmarke, von dem Zellulite-Hautöl. Das habe ich irgendwie mit Rosmarin und Zitrone. Hier ist jetzt sozusagen die Alterra-Variante davon, preisähnlich etc., also eigentlich genau dasselbe in Grün, mit Vitamin F und E für Bio-Birke für glattere und straffere Haut. Ich glaube daran nicht, aber ich stehe auf Körperöle. Und dann habe ich mir als Zweites noch mitgenommen, weil ich auch mit diesen Körperbuttern in den Tiegeln, zum Beispiel jetzt von Alverde im Vergleich dazu, immer sehr zufrieden war. Das ist die Körperbutter mit Fairtrade-zertifiziertem Bio-Avocadoöl für jede Haut. Erstmal finde ich die Verpackung super schön. Also könnt ihr das sehen mit diesen Avocado-Zeichnungen und so. Das gefällt mir total gut und die wollte ich eben auch noch testen. Ja, dann habe ich mir die Deo-Creme mitgenommen. Das ist so der einzige Punkt, wo ich mir denke, das muss jetzt nicht unbedingt sein, weil ich echt viel noch an Deo-Creme auf Vorrat habe. Das finde ich ein bisschen dumm von mir. Aber ich wollte die halt unbedingt testen, weil die eben auch in der Papierverpackung ist. Und weil ich darüber tatsächlich schon viel Gutes gehört habe. Das ist die Deo-Creme mit Bio-Shea-Butter. Ja, hier sind wie viel Milliliter enthalten? 50 Milliliter. Und mir wurde schon verraten, dass es riecht wie gelbes Nimm-2. Und da ist was dran, definitiv. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde sie testen. Ich werde dann aber auch mal
ihr habt mir ganz tolle Deo-Creme-Empfehlungen alle geschrieben und ich habe da auch echt noch einiges sozusagen auf der Liste, was ich gerne noch ausprobieren würde. Aber ich muss halt auch erstmal leer machen und sowas wie Wolkenseifen und wie sie alle heißen, Ponyhütchen und so, das will ich alles noch testen. Aber ich denke realistisch so von meinen Vorräten, dass das Deo-Creme-Video vermutlich eher was für 2023 ist. Ja, weil ich halt einfach die Sachen nicht aufreißen und liegen lassen will, sondern halt leer machen. Ja, dazu habe ich diese Deo-Creme. Dann kommen wir zur Gesichtspflege. Auch da dachte ich mir, ich gönne mir mal zwei unparfümierte Sachen, wenn Alterra das schon anbietet, und habe einmal die Sensitiv-Pflegecreme gekauft fürs Gesicht und die Sensitiv-Augencreme. Beides mit Bio-Nachtkerzenöl für empfindliche Haut. Beides zum Glück so Kategorien, in denen ich jetzt nicht mehr so riesen Vorräte habe. Und ja, ich habe jetzt lang... Ja, ich will dann halt auch nicht immer so viel neue Gesichtspflege kaufen, weil ich dann immer finde, wenn ich jetzt eine komplett neue Alterra-Routine anfange, dann weiß ich ja auch gar nicht, welches der Produkte da jetzt wirklich wie gewirkt hat. Von daher bin ich darauf jetzt eigentlich einfach mal gespannt, wie das funktioniert. Es ist tatsächlich recht weit oben bei beidem Olivenöl drauf. Ja? Frei von synthetischen Farb- und Duftstoffen, ohne Silikone und Mineralölprodukte, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Tube recycelt, Karton recycelt, Pflegecreme hergestellt mit Ökostrom. Aha, ja, also die beiden Sachen werde ich testen und werde euch dann berichten. Ja, und dann habe ich mir jetzt hier noch so ein bisschen Kleinscheiß mitgenommen. Das war eigentlich eher so ein Gimmick, ja. Alterra hat, ich glaube, die kamen beide 2021 auf den Markt, diese zwei Gesichtspflegeserien Sinn.voll und Nordic. Die haben jeweils noch eine Pflegecreme drin. Ich glaube, einmal gibt es ein Reinigungsprodukt, beim anderen nicht. Auf jeden Fall wollte ich einfach mal aus den Reihen was testen und dachte, ich nehme halt dann was, was sich halbwegs gut verbrauchen lässt. Und habe die Masken mitgenommen. Diese Sinn.voll-Serie zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie ohne Farbstoffe, ohne synthetische Duftstoffe ist, aber dafür mit ätherischen Ölen. Also die ist parfümiert und pH-hautneutral. Hier steht nach Wasser sehr weit oben die Shea-Butter tatsächlich, dann kommt aber Alkohol, bla bla bla. Und die Nordic-Serie basiert ja auf nordischen Inhaltsstoffen von hoher Qualität, natürlichen Ursprungs, alles klar. Mädesüß, Birkenextrakt, das verstehe ich nicht. Es stehen hier so vier Begriffe untereinander. Natur, Mädesüß, Birkenextrakt und Basis. Das ist jetzt mal wieder irgendwie so ein Haiku oder sowas, was ich nicht verstehe. Naja, ja, auf jeden Fall hier ist, ich glaube tendenziell so von der Zusammensetzung, wenn ich es auf den ersten Blick lese, dass dieses sinnpunktvoll pflegender sein könnte. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, das werden meine nächsten Badewannenmasken sein. Und dann hat Alterra ja noch ein ganz großes dekoratives Sortiment, wo ich aber ehrlich sagen muss, da wollte ich jetzt nicht mit viel mitnehmen. Sie haben leider das einzige Produkt, das ich von ihnen immer absolut den Oberhammer war und zwar, fand, und zwar das Fixing Spray, leider aus dem Sortiment genommen. Ich habe mir jetzt einfach mal das Puder mitgenommen, weil ich wollte halt eine Sache zumindest testen und es wurde mir empfohlen. Ich habe die Farbe 01 Light. Das ist Kompaktpuder mit Bio-Granatapfelextrakt und normal bin ich ja ein leidenschaftlicher Jünger von Terra Naturi. Wisst ihr ja alle mittlerweile. Und ich muss sagen, also ich muss an diesem Produkt gleich mal was bemängeln. Ich glaube, es könnte von der Farbe gut hinkommen, aber jedes dieser Puder enthält diese Puderquaste. Wenn ich also überlege, ich persönlich kaufe mir, glaube ich, so alle 2 Monate brauche ich ein neues Puder. Ich glaube, es ist realistisch, 6 Puder im Jahr. Dann kriege ich jedes Mal diese Quaste und in jedem dieser Puder ist ein Spiegel drin. Und wenn man eins wissen muss über Verpackung und Recycling, dann, dass Spiegel extrem schlecht zu recyceln sind in diesen Produkten und ich kriege den auch nicht raus, um ihn zu separieren. Und damit ist letztlich das Plastik da außenrum sehr, sehr schlecht recycelbar. Und das stört mich ein bisschen. Also ich habe das Puder noch nicht probiert, aber wenn ich jetzt so das Äquivalent von Terra Naturi, das ich zufällig auch gleich, seht ihr gleich noch hier rumliegen habe, dann ist das, glaube ich, halt einfach weniger Müll und weniger Plastik dran. Ich meine, hier sind zwar 10 Gramm da und da 9, aber preislich gibt es sich nichts und ich brauche keine Puderquaste und keinen Spiegel unbedingt. Ja. Genau, das war jetzt Teil 1, mein Rossmann-Einkauf. Dann wird es jetzt so ein bisschen gemixt. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, ich habe 2 Terra Naturi-Puder nachgekauft. Ja, also ich glaube, ich muss dann dieses Jahr irgendwie kein Puder mehr kaufen, ehrlich gesagt, weil ich ja jetzt irgendwie 3 neue habe. Wobei jetzt meins, dass ich habe jetzt auch demnächst leer ist. Ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich weiß, dass ich bei dem Puder in der Tendenz eh bleiben werde. Von daher fühle ich mich da auch nicht schlecht, Backups zu haben und einfach 2 nachzukaufen. Dann habe ich bei DM bestellt. Das war eigentlich so jetzt das Letzte, was noch dazu kam. Und zwar hauptsächlich, weil ich auch das Sonnencreme-Favoriten- oder Sonnencreme-Ranking-Video, das soll im Juli online kommen, vorbereite. Und da ist mir auch gefallen, wenn ich jetzt noch 4 Sonnencremes testen will, dann muss ich mal in die Pushen kommen, ehrlich gesagt. Also ich drehe das Video ein bisschen ungefähr 2 Wochen, bevor ihr es seht jetzt.
Auf jeden Fall wollte ich unbedingt diese Sonnencreme mit reinnehmen und die gab es bei DM Online. Habe ich noch ein paar Sachen mitbestellt, was man halt eh braucht. DM Online Einkauf 50 Euro. V-Sun Catch the Sun SPF 50 parfümfreie Sun Cream Face Sensitive Premium Sun Care. Darauf bin ich super gespannt. Voll viele von euch hatten mir unter die letzten Videos, also für mich jetzt letzten Videos, für euch schon wieder lang zurück, drunter geschrieben, was sie für Erfahrungen gemacht haben, dass viele sie sehr ölig fanden, dass viele die Parfümierung sehr krass fanden. Bei denen, die parfümiert sind, ist die ja nicht. Also ich bin da wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt drauf und werde die testen. Und wie gesagt, das Sonnencreme-Testvideo ist fest geplant. Ich will das eigentlich seit Jahren machen, aber dazu muss ich jetzt halt was tun, was mir eigentlich sehr widerstrebt, und zwar mehrere Sachen gleichzeitig aufzumachen. Und das finde ich halt mit Lichtschutzfaktor auch immer nicht so cool, weil der wird ja nicht besser, wenn er mal offen ist. Ne? Ja, also muss ich jetzt ein bisschen über meinen eigenen Schatten springen, aber ich glaube, dadurch, dass halt auch immer wieder Produkte ausgelistet werden, gibt es sonst vielleicht mal 2025 dieses Video und das macht halt keinen Sinn. Genau, also das habe ich mir bei DM gekauft. Dann habe ich bei Douglas bestellt. Das ist schon sehr lang her für mich. Douglas schickt mir momentan sehr viele gute Angebote, ja, und ich weiß gar nicht, was da irgendwie war, aber ich wusste eh, dass ich zwei Sachen unbedingt haben wollte und das waren jetzt eher nicht so teure Sachen, von daher habe ich mich damit gut gefühlt. Einmal einen Eyeliner von NYX, den hatte ich euch im Speed Reviews Video vom April schon gezeigt. Das ist der Epic Wear Liner Stick in der Farbe Periwinkle Pop. Super, super cool. Und Leute, ich bin besessen von diesen Fliederfarben. Wirklich, also wenn es eine Farbe gibt, die mich momentan krass anfixt, dann ist dieses Flieder. Ich habe jetzt ein T-Shirt da drin, ich habe ein Kleid mir da drin gekauft. Ich kaufe nicht viele Klamotten, ne? Eigentlich nicht, aber da war ich irgendwie echt so angefixt, dass ich unbedingt halt auch so ein Lidschatten haben wollte, weil ich auch dieses Flieder auf den Augen super schön finde. Werdet ihr später auch noch was dazu sehen. Und da habe ich mir auch noch gleich einen Nagellack mitgenommen. Das ist von Essence aus der Shine Last & Go Serie. Ich glaube, die Farbe wird ausgelistet, wie ich es neulich jetzt bei Rossmann gesehen habe. Das ist auf jeden Fall noch die Farbe 71 Sweet Dreams. Und die habe ich gerade auch schon auf meinen Fußnägeln. Ich darf mir die Fingernägel nicht lackieren, deswegen tobe ich mich da immer auf. Die Farbe ist auch vegan und finde ich eine richtig, richtig schöne Farbe. So. Ich streite eigentlich so mit meiner Familie immer, ob das hellblau oder lila ist, aber ich finde, für mich ist das kein Blau. Das ist für mich so ein Flieder, oder? Naja, auf jeden Fall, die beiden Produkte sind mitgekommen und dann habe ich mir noch was gegönnt, worauf ich wirklich schon lange gegeiert habe. Und ja, also ist seit langem echt mal, dass ich mir wieder so ein bisschen was Dekoratives auch gekauft habe für mich. Das ist was von Charlotte Tilbury aus der Eyes to Mesmerize Serie. Das sind die Creme-Lidschatten, die Farbe Rose Gold. Es gibt da sehr verschiedene Meinungen dazu. Es gibt Leute, die sind der Meinung, das sind den halt überhaupt nicht wert. Es gibt Leute, die finden sie sehr solide. Aber ich sehe halt, wie sich so mein Lidschatten-Style so ein bisschen entwickelt. Und da muss ich sagen, kommen mir solche Produkte halt voll entgegen. Ich habe ja jetzt zum zweiten Jahr im Project Pen tatsächlich diese Maybelline Color Tattoos drin und mag diese Pöttchen unheimlich gern. Jetzt habe ich mir dieses Charlotte Tilbury Pöttchen, wie gesagt, in Rose Gold gegönnt. So sieht die Farbe aus. Und ich glaube, das ist einfach was, was für mich super, super schön und für den Alltag perfekt tauglich ist. Ehrlich gesagt will ich da noch nicht so reintatschen. Ne? Ich glaube, ich habe das dann schlussendlich, eigentlich kostet das Teil 27 Euro, 25,99. Ich habe es irgendwie für 20 dann bekommen. Das fand ich dann in Ordnung und wollte einfach mal wieder sowas haben. Und ich brauche jetzt Color Tattoo auch auf. Ja? Nichtsdestotrotz sind diese ja, Lidschatten im Pöttchen oder Creme-Lidschatten oder sowas momentan halt was, was mich sehr, sehr reizt. Und da muss ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass ich damit in die Schiene komme und jetzt da wahnsinnig übermäßig anfange zu horten. Aber ja, jetzt muss ich erstmal den verwenden. Ich hoffe, ich kann den nächsten Monat oder halt die Rotation mit ins 10x10-Projekt nehmen. Und dann werde ich den testen. Genau, das war mein Douglas-Einkauf. Dann war ja auch noch Glamour Shopping Week im April. Und ich wollte ja unbedingt mal Paula's Choice testen. Und da habe ich mir zwei kleine Produkte bestellt. Ich bin echt froh gewesen, dass ich mich dazu zusammenreißen konnte, weil die hatten irgendwie auch 20% und Gratisversand und mit den beiden Produkten bin ich dann genau auf 20 Euro gekommen, was ich in Ordnung fand, wobei ich es halt echt kriminell finde, wie klein diese Produkte sind. Ich finde es aber in Ordnung, weil ich mir halt denke, so, ja, jetzt kann ich sie halt mal testen und bind mir damit halt auch kein 3 Jahre Verbrauchsprodukt ans Bein. Wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich, muss ich auch immer bedenken, dass ich nicht immer unbedingt, ja, da jetzt so eine maximal Nutzenwert rausziehen will oder halt so Preis, dass das so 100% passt, verstehe, wie ich meine, dass ich sage, okay, 100 Milliliter für den billigsten Preis, sondern dass ich halt auch sehe, wie sich das in meiner Sammlung verhält. Will ich wirklich dann die 200 Milliliter oder reichen mir erstmal die 30, um es getestet zu haben? So ist der Sinn.
Genau. Einmal schon getestet und habe auch schon eine leichte Meinung dazu von Paula's Choice aus der Resist-Serie, der Skin Restoring Moisturizer mit Lichtschutzfaktor 50. Ich habe ehrlich gesagt tatsächlich die schon ein bisschen benutzt. Und das ist eigentlich eine normale Tagescreme, die ihr eben halt, die halt auch einen Sonnenschutz hat. Ich mache das aber so in der Regel, dass ich eine normale Tagescreme auftrage und dann eine mit Lichtschutzfaktor in der Lichtschutzfaktormenge drüber. Weil wenn ich meine normale Tagescreme in der Tagescrememenge auftrage, dann nehme ich nicht genug damit, um den Lichtschutzfaktor zu erreichen. Ich finde die tatsächlich sehr gut. Ich finde, die verhält sich kosmetisch sehr elegant auf dem Gesicht bislang. Ich habe den schlimmen, aber leisen Verdacht, dass die meine Pickel schlimmer werden lässt. Ja, ich habe momentan irgendwie sehr, sehr große Probleme. Ich habe das Gefühl, ich habe auf was allergisch tatsächlich auch reagiert, weil ich hier um die Nase rum, seht ihr hoffentlich nicht, aber ich habe hier so richtig, so wo sich meine Haut abschält, gefühlt. Ich hatte hier so richtig so rote Bereiche. Also normal habe ich halt Akne, ja, aber kein, nicht so diesen roten Untergrund darunter, sondern meine Haut darum ist eigentlich ganz normal. Und ich dachte eigentlich, das wird ein bisschen besser, wenn ich die Haut halt einfach in Ruhe lasse. Wurde es jetzt nicht so. Und in der Zeit habe ich halt immer die Sonnencreme verwendet. Egal, ausführliche Meinung kommt da noch. Das zweite, was ich gekauft habe, war das Paula's Choice Produkt, das 2% BHA Liquid Exfoliant, also die Salicylsäure 2%. Das ist ja für viele Leute ein absolutes Holy Grail Produkt. Ich habe das Äquivalent von The Ordinary schon getestet und das mochte ich sehr gerne, muss ich sagen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das wirklich so magisch zauberhaft ist. Wie gesagt, aktuell lasse ich meine Haut in Ruhe, aber denke auf jeden Fall, dass ich euch da innerhalb der nächsten paar Monate was dazu berichten können sollte. Und dann habe ich nochmal bestellt bei Hopery. Hopery ist eine deutsche Naturkosmetikfirma, die sehr viel Wert auf Produkte ohne Palmöl legen, dass sie vegan sind und die spenden auch immer an Orang-Utans, was ich ziemlich cool finde. Und da habe ich mir einmal, die hatten glaube ich auch eine Rabattaktion, aber das ist schon so lang her, Leute. Das war sicher Mitte März oder so. Oh mein Gott, mein Gehirn. Auf jeden Fall habe ich mir erstmal, die haben so drei große Hauptduftnuancen, einmal Lavendel und Orange, dann Limette und Grapefruit und dann Bambusmilch. Also der Bambusmilch-Serie habe ich schon Sachen. Da habe ich mir jetzt erstmal nochmal das feste Shampoo geholt, weil ich tatsächlich nicht mehr so viel Shampoo habe. Aus der Serie wartet noch eine ganz normale Handseife auf mich und eine Badeschokolade. Und ja, also das ist wirklich auch ein ordentlicher Shampoo-Block, ne? Riecht toll, muss ich wirklich sagen. Und wenn ich jetzt mal, ich nehme jetzt gerade das Kopfhaut Balance Shampoo von Alterra, wenn ich mit dem dann fertig bin, gerade weil wir dann irgendwann im Juni auch mal wieder in Urlaub fahren, da will ich auf jeden Fall halt mich mit festen Produkten ausstatten und da ist das sicher eine gute Idee. Was ich da dann auch unbedingt mitnehmen will, weil sehr platzsparend, ist die feste Dusche- und Körperbutter. Da habe ich die Nuance Limette und Grapefruit. Da gibt es sozusagen zwei verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Entweder unter der Dusche über die nasse gereinigte Haut streichen, einmassieren und abduschen. Oder nach der Dusche eben auf die trockene Haut. Das finde ich ganz cool, dass das so ein Multi-Use-Produkt ist. So diese In-Dusch-Body-Lotions, das war ja vor 5 Jahren oder so, ich weiß es nicht. Also ein Riesentrend von Nivea. Auf jeden Fall habe ich da nicht nur was für mich bestellt, sondern auch für eine Freundin, für meine Mom, für meine Schwester mit. Und meine Schwester hat auch genau diese Körperbutter. Alles riecht so, das riecht doch Wahnsinn. Oh mein Gott, ich liebe diesen Duft. Und meine Schwester verwendet die schon und ist sehr zufrieden. Von daher habe ich da eigentlich gute Erwartungen dran. Das ist aber auch für mich sowas, was ich mir, wie gesagt, gut für unterwegs vorstellen könnte. Und dann wollte ich auch noch was in der Lavendel-Orange-Variante testen. Und da habe ich jetzt die Handcreme mal mitgenommen. Ich habe gerade noch diese, ich benutze immer selbe für Hände und Füße. Ich habe gerade so eine Alterra-Fußbutter, die mache ich noch leer. Und dann dachte ich, Lavendel-Orange ist cool, weil eigentlich creme ich mir Hände und Füße nur nachts ein. Ich bin nicht so der Untertagseincremer, weil ich es irgendwie nicht mag, dass ich da nichts mehr anfassen kann. Genau, und die werde ich dann danach testen. Also das war mein Hopery-Einkauf. Ich glaube, die hatten da auch so ein bisschen Prozente. Aber ja, also wie gesagt, coole Firma, will ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter testen. Okay, das war mein Fuß gegen Stativ, sorry. Dann kommen wir jetzt zu was, was mal wieder echt ganz witzig ist, weil ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit, Ende April, mein Wunschlisten-Video hochgeladen. Und da habe ich euch halt so ein paar Produkte gezeigt, die ich unbedingt haben wollte. Und ich hatte das Video, glaube ich, ungefähr eine Woche gedreht, bevor es online kam. Und in der Zwischenzeit hatte ich das Produkt schon gekauft. Also als ihr das Video mit der Wunschliste gesehen habt, hatte ich das Produkt schon, war es schon auf dem Weg zu mir. Und zwar warte ich schon lange auf eine gute Rabattaktion bei Lethal Cosmetics.
Das ist ja eine deutsche Firma, die Lidschatten primär hergestellt hat, und zwar Lidschatten-Singles zum selber zusammenstellen. Es gibt auch fertig zusammengestellte Paletten, aber die zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie eine vegane Formulierung haben, dass sie sehr darauf achten, woher sie ihre Inhaltsstoffe beziehen. Gerade Mica, was ja als Glitzer in vielen Kosmetikprodukten drin ist, wird ja unter sehr fragwürdigen Umständen von Kindern letztlich gewonnen in Afrika. Bin ich jetzt auch noch nicht so drin, dass ich da so perfekte Aussagen dazu treffen könnte. Ich finde es aber cool, dass die das machen. Ich finde es auch unterstützenswert. Und die hatten eben zu Ostern, und Leute, wirklich, das war der Wahnsinn, die hatten zu Ostern so ein Spiel, das war eigentlich wie Candy Crush. Und jetzt muss man über mich wissen, ich spiele eigentlich nicht. Also ich versuche das echt gar nicht zu machen, auch irgendwie Konsole oder so, weil ich echt das Gefühl habe, ich bin so ein guter Kandidat, um spielsüchtig zu werden. Also jetzt nicht so im Sinn, so, dass ich mein Geld verzocken würde, aber ich kann mich davon ganz schlecht wieder lösen. Und dann hatten die dieses Spiel, und bei diesem, da gab es halt mehrere Level. Und wenn du gespielt hattest, konntest du so unterschiedliche Preise freischalten. Also am Anfang gab es mal 10%, dann 20%, dann gab es irgendwelche Wallpaper zu gewinnen oder sowas halt. Und das Größte, was man kriegen konnte, war 40% Rabatt. Das gab es nicht so oft. Ich habe nur 30 bekommen und dann habe ich halt die 30% Rabatt genutzt und habe aber noch ein gratis Produkt dazu bekommen, und dann habe ich bestellt. Und 30% war eh so das, was ich mir vorgestellt hatte, und dann habe ich halt die Lidschattenpalette mir dann tatsächlich bestellt, die ich haben wollte. So sieht die Außenverpackung aus. Alle Lidschatten kommen hier in so sehr sleeken, wenig materialverbrauchenden Verpackungen. Die haben hier vorne so ein Plastikding drin, könnt ihr aber sehr einfach rausreißen, das dann in den gelben Sack und den Rest halt in den Papiermüll. Und das ist meine Palette! Look at it! Ist die nicht wunderschön? Also, wenn ihr euch jetzt denkt, so alle, Anna, das ist die lahmste Palette, die ich je gesehen habe, dann sage ich vielleicht ganz leise ja. Aber ich bin halt so. Das ist genau die Palette, die ich mir halt für den Alltag gut vorstellen kann. Ich finde, ich habe hier unten sogar so einen ganz leichten Farbtupfer reingebracht. Das sind halt teilweise Duochromes, Multichromes, alles Mögliche. Also ihr seht ja, wie toll die schimmern. Aber hier, das sind alles für mich so Standard-Lidfarben für den Alltag. Ich habe mir vier matte Töne reingetan, die man, denke ich, auch so ein bisschen mischen kann, um da echt so alltagstaugliche, schöne Looks zu erzielen. Und ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Ich habe vor, mal wieder so ein Get Ready With Me zu machen, neue Produkte, halt so ein bisschen. Und da können wir ja mal gucken, was wir dann verwenden, ja. Und wir das Charlotte Tilbury da irgendwie drunter ausprobieren oder so. Aber das sollte irgendwann demnächst online kommen. Also, das ist meine Palette. Willkommen. Übrigens hätte die, und das tut mir jetzt so ein bisschen weh, wenn ich ohne Rabatt bestellt hätte, hätte das 83€ gekostet. Und mit Rabatt hat es nur noch 58 gekostet, was immer noch eigentlich, ich habe immer gesagt, so 40€ sind meine Schmerzgrenze. Aber ja, bei dem war es halt irgendwie, es ist halt auch selbst zusammengestellt. Klar, ich hätte mir auch erstmal nur eine 9er Palette und keine 12er machen müssen, habe ich jetzt halt gemacht. War halt so. Bin ich jetzt auch nicht irgendwie sauer. Übrigens kam das alles sehr schön verpackt und mit sehr wenig Verpackungsmüll, also fand ich sehr gut. Ich habe dann tatsächlich einen gratis Eyeliner noch gewonnen. Jetzt muss ich sagen, ich habe null Erfahrung mit Gel-Eyeliner, weil ich immer Eyeliner-Pens genommen habe. Ich habe jetzt aber auch tatsächlich einen passenden Pinsel. Das heißt, ich freue mich, und ich dachte eigentlich so, also Lethal Cosmetics hat halt auch was für alle, die es halt sehr gern sehr bunt mögen. Und ich dachte mir so, okay, dieser Gratis-Eyeliner, das wird jetzt so ein grüner Eyeliner und so, den werde ich eh nie tragen. Aber ich habe die Farbe Herz bekommen und die gefällt mir wirklich außergewöhnlich gut, denn das ist so ein Ocker. Seht ihr das? Also das ist so ein kleines Töpfchen, eben mit diesem, da ist nochmal so eine Versiegelung drin. Und dann ist da dieser ockerfarbene Eyeliner drunter. Sorry, wenn ihr ständig Motorsägen hört, hier wird der Garten gemacht. Auf jeden Fall ist das ein ockerfarbener Ton, und ich kann mir vorstellen, dass das so mit meiner aktuellen Make-up-Ästhetik, was ich gern drauf habe, wie halt meine Augenfarbe ist und so, dass das sehr schön harmoniert. Also das möchte ich auch unbedingt mal ausprobieren und werde es behalten. Ich habe jetzt dadurch, dass ich jetzt zwei Eyeliner-Produkte akquiriert habe in letzter Zeit, auch beschlossen, dass Eyeliner leider eine Kategorie meiner Schminksammlung werden müssen. Wenn ich anfange, das zu kaufen, dann muss ich mich sozusagen selbst damit bestrafen, indem das halt in die 100 Produkte, also es ist mein, falls ihr es nicht wisst, ist es mein Ziel, Ende des Jahres nur noch 100 Megaprodukte zu haben. Dadurch habe ich halt einfach das Gefühl, ich habe eine Kontrolle über meine Sammlung und die hat eine vernünftige Größe. Und dazu habe ich mir in jeder Kategorie so Zielzahlen gesetzt. Also zum Beispiel möchte ich nur noch 5 Foundations haben und sowas. Und Eyeliner oder Kajalstifte habe ich bislang nicht mitgerechnet, weil ich finde jetzt einen schwarzen Kajal oder so, das ist jetzt kein Fun-Produkt für mich. Aber wenn ich halt so Spaßsachen kaufe, dann muss es halt zählen. Ja, da muss ich mich ein bisschen selber bestrafen.
Auch wenn das vielleicht nicht jeder verstehen kann. Aber ja, also wie gesagt, Diesel Cosmetics, bin ich super gespannt drauf. Und wenn euch da was interessiert oder was euch besonders interessiert von den Produkten, was ihr eben in dem Schminkvideo mal sehen möchtet, dann schreibt es in die Kommentare. Und dann kommen wir zum Ende des Videos noch zu den Produkten, die mir kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt wurden. Ich kennzeichne das seit neuestem auch immer in der Infobox mit einem Sternchen, einfach damit ihr wisst, auch gerade bei Aufgebraucht-Videos, welche Produkte ich nicht selbst bezahlt habe. Trotzdem sind natürlich meine Meinung, ne? Und ich glaube, wenn ihr mich länger kennt, wisst ihr auch, dass ich trotzdem meine Meinung sage, auch wenn ich das Produkt jetzt vielleicht nicht selber bezahlt habe, ne? Wir fangen mal an mit I+M Berlin. Da hat mich tatsächlich seit des letzten Hauls haben mich dreimal PR-Pakete, also die hauen gerade richtig raus, erreicht. Einmal, ihr kennt die Produkte teilweise auch schon, wenn ihr meine Videos mitverfolgt, beziehungsweise die kamen auch alle schon in den Naturkosmetik-News vor. Einmal neu die Clean and Clear grüne Heilerde-Maske. Da habe ich zwei Sachets zugeschickt bekommen. Das bewahre ich für eine Verlosung auf. Die fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen, war auch schon in meinem Aufgebraucht-Video. Ist wirklich eine solide, schöne Heilerde-Maske, die nicht zu sehr ausgetrocknet hat, aber mir gut gefallen hat. Dazu zusammen habe ich ein Hydrolat bekommen. Hydrolat sind ja so Gesichtswässer bzw. Auszüge aus Pflanzen, also so Pflanzenwässer. Ich habe mich für das Orangenblütenwasser entschieden, weil ich Orangenblüte irgendwie eine sehr attraktive Blüte finde. Und es ist einfach nur dieses pure Wasser. Ich finde es jetzt cool, gerade auch im Hinblick auf den Sommer. Ich mache das eigentlich ganz gern, dass man sein Gesicht noch mal ein bisschen anfeuchtet, dass man für untertags, wenn man so ein Erfrischungsgefühl braucht, brauche ich jetzt selten, aber wenn ich mich manchmal auch nur ein bisschen so schmink, dann will ich nicht gleich meinen Urban Decay All Nighter draufhauen, sondern will einfach nur, dass das Gesicht irgendwie schön verbunden und sowas aussieht, dann verwende ich manchmal auch so ein Produkt. Genau. Dann auch schon drüber gesprochen hatte ich über die Clean Beauty Serie. Die kam, glaube ich, sogar noch in den Naturkosmetik News vom März vor. April ist ja ausgefallen, weil es genau in meinen Umzug fiel. Auf jeden Fall habe ich euch auch schon gereviewt. Die Clean Beauty Rosehip Feuchtigkeitscreme mochte ich, mag ich sehr gerne, verwende ich aktuell, ist gerade in meiner Tagespflege, finde ich wirklich sehr gut. Gestern angefangen zu benutzen und deswegen keine suffiziente Aussage darüber treffen kann ich über das Squalane Feuchtigkeitsserum. Bin ich aber auch sehr gespannt drauf. Das sind 25 Milliliter, genau. Wie gesagt, meine Haut ist momentan so ein bisschen schwierig, deswegen versuche ich jetzt so mit sehr basic Inhaltsstoffen zu arbeiten. Also jetzt nicht da irgendwie jetzt drüber zu peelen oder so, sondern ich versuche jetzt wirklich der Haut Ruhe und Entspannung zu geben. Und das letzte Produkt in dieser Serie, das wird noch ein bisschen dauern, weil ich bin die Queen of, ich kann meine Reinigungsprodukte irgendwie nicht aufbrauchen und horte seit Jahren, ist die Aloe Vera Reinigungscreme. Genau. Diese Clean Beauty Serie zeichnet eben aus, dass sie eben ohne Duftstoffe ist, ohne Allergene, Sulfate und also wirklich sehr clean formuliert. Ja, wie gesagt, wenn ich dazu mehr weiß, dann wenn ich eine Meinung dazu habe, werde ich euch davon erzählen. Dann recht neu, habt ihr aber auch schon in den Naturkosmetik News gesehen, verlinke ich euch sonst nochmal oben, sind die Sonic-Produkte von I+M Berlin. Das ist bei I+M eigentlich ganz cool, die schicken eine Pressemitteilung sozusagen rum und dann kann man wirklich genau sagen, sozusagen, was man von dem haben will. Und das finde ich sehr gut, weil dadurch halt so ein Überschuss halt irgendwie vermieden wird. Zum Beispiel gibt es da auch Aftersun-Produkte in der neuen Linie oder so, wo mir klar ist, ich verwende nie Aftersun. Ich creme mich einfach normal an. Deswegen habe ich genau die zwei Produkte bekommen, die mich sehr interessiert haben und die werde ich natürlich jetzt auch testen. Und auch das wird für das Sonnencreme-Video rechtzeitig getestet werden. Ich hatte die Sonnencreme fürs Gesicht mit Lichtschutzfaktor 30 von I+M schon vor 2 oder 3 Jahren und war damit nicht so glücklich, weil da immer drauf stand, ich weiß es nicht. Und das hat einfach nicht gestimmt. Sie haben es dann irgendwie in Weißelt wenig geändert und jetzt steht wieder verbesserte Rezeptur, jetzt ohne Weißeln. Also ich bin super gespannt drauf. Die hat eine bisschen veränderte Verpackung drauf. Ist natürlich ein mineralischer Filter, also kein chemischer Filter. Chemische Filter gibt es in Naturkosmetik nicht. Ich will jetzt in diesem Video dann auch nochmal allgemein so ein bisschen über Sonnenschutz reden. Da muss ich mich aber auch nochmal ein bisschen belesen. Ja, also das wird noch ein bisschen dauern. Darauf bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Also wirklich, hier werden jetzt die Sonnencremes getestet und ich werde da andere Leute mit einspannen, damit die auch ihre suffiziente Meinung dazu abgeben. Ja, genau. Und dann das andere, was ich sehr spannend fand und halt auch für den Urlaub und für unterwegs und da finde ich es auch tatsächlich dann gut, dass es eine Plastikflasche ist, ist das Sonnenspray mit LSF 50. Das ist so genau das, was ich für meinen Körper eigentlich will. Ich hatte im letzten Jahr das Sonnenspray LSF 50 von Pedi Protect und damit waren wir sehr zufrieden. Also das war echt so die Sonnencreme für mich 2021 und darauf bin ich wirklich total gespannt. Also man muss es gut schütteln
und ist eben auch, soll ohne Weißeleffekt sein, wasserfest, ohne Nanopartikel und korallenfreundlich. Also auf die Produkte bin ich auch wirklich, wirklich sehr gespannt. Sobald ich, wie gesagt, da was weiß oder spätestens im Sonnencreme-Video, ich versuche auch die Körpersonnencreme vorher zu testen, werde ich euch da berichten. Jo, und dann kommen jetzt die allerletzten Produkte. Ich glaube, das Video hat dicke 30 Minuten, auf jeden Fall. Ich weiß, dass manche von euch eher gern kürzere Videos schauen, aber es ging jetzt nicht, sorry. Die Produkte, die mir neu von Micara zugesendet wurden. Micara hat auch Gesichtswasser gemacht, was ich auch super spannend finde. Und hat das eben auch in so schöne Flaschen und verschiedene Sorten. Hier habe ich tatsächlich alle drei Sorten bekommen. Ich denke nicht, dass ich die alle behalten werde, weil, bisschen viel für mich. Also 300 Milliliter Gesichtswasser finde ich ein bisschen viel. Ich habe mit Micara einen Code, der kann ich euch in die Infobox nochmal reinschreiben. Im Naturkosmetik-News-Video geht es, wie gesagt, ganz ausführlich darum. Drei verschiedene Sorten von Gesichtswasser. Einmal das Refreshing Face Mist für erfrischte Haut, das Glow Face Mist für strahlende Haut und das Soothing Face Mist für entspannte Haut. Und so von den Inhaltsstoffen muss ich sagen, ist, glaube ich, fast, ich weiß es gar nicht, also das Glow Face Mist ist mit Rose und Aloe Vera, ich bin kein Rosenfan. Aber so vom Ding, so vom Versprechen, so Glow, finde ich schon ganz cool. Was ich an Micara immer super schön finde, ist, dass außen auf diesen Verpackungen immer so positive Affirmationen draufstehen. Also so, das ist, wenn man sich so selbst suggeriert, ich bin frei und unabhängig und kann alles machen, was ich will und so. Ich fühle mich damit manchmal ein bisschen dumm, ja, wenn ich das mache. Aber ich finde es schön, dass es draufgedruckt wird und einfach einen da so ein bisschen erinnert. Und jetzt auf diesem Glow Face Mist steht eben drauf, I am free. Dann haben wir das Refreshing Face Mist. Das ist mit Aloe Vera und Thermalwasser. Das ist eben für erfrischte Haut. Und da steht auch drauf, I am energized. Also ich bin energetisiert. Das ist was, das wäre ich auch gern, energetisiert. Wobei ich ziemlich viel Energie habe, eigentlich. Egal. Auf jeden Fall, das letzte ist dann das Soothing Face Mist. Da steht drauf, I am resilient. Also ich bin widerstandsfähig, sozusagen. Das ist mit Lavendel und Kamille. Und auch das finde ich ziemlich interessant. Ich packe euch mal das. Ich glaube, das mit Lavendel und Kamille wird das erste sein, das ich aufteste. Die haben halt auch eine extrem schöne Verpackung. Also ich mag diese braunen Glasflaschen super gerne. Hier steht auch nochmal die Affirmation drauf. Also sie übersetzen I'm resilient mit ich bin belastbar. Ich glaube, das finde ich ganz schön. Das finde ich schön. Ich glaube, damit will ich anfangen, weil mir die Message auch zusagt. Ja, und die haben eben einen Sprühkopf. Ich habe mir den Sprühkopf von Micara super gute Erfahrungen gemacht. Und ich muss mir das Haaröl nachbestellen. Wirklich, weil ich finde, es ist echt das beste Haaröl, das ich bislang hatte. Ja, also das sind die Micara-Produkte. Falls ihr euch da nicht entscheiden könnt, gibt es tatsächlich auch, ich muss hier mal kurz nochmal verpacken, gibt es da auch so ein Testset, wo alle drei Sorten zu 5 Milliliter drin sind. Das ist aber im Vergleich dann, finde ich, ein bisschen pricey. Ja? Also wenn ihr euch so ein bisschen sicher seid, was ihr haben wollt, dann könnt ihr euch, glaube ich, auch gleich eine große kaufen. Also so sieht es aus. Da ist einmal Glow, einmal Refreshing und einmal Soothing drin zu je 5 Milliliter. Und sowas hat halt 100 Milliliter. Jo, das war's. Also ich werde jetzt davonreiten und mich mit Wassern einnebeln und diese ganzen Sachen irgendwie versuchen zu verräumen. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, was für euch besonders interessant war, wo ihr euch vielleicht möglichst schnell auch eine Review wünscht. Da kann ich mich natürlich auch immer dran halten. Wie gesagt, Altera-Video kommt, Sonnencreme-Video kommt. Ich bin jetzt dran. Das werden jetzt mal wieder testreiche Wochen. Ich hoffe, das lohnt sich und das sind dann auch Videos, die für euch eben entsprechend interessant sind. Ansonsten schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr beim Schmick-Video gern sehen würdet. Und ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende des Videos. Ich glaube, dieses Video kommt an einem Freitag online. Oder lüge ich jetzt schon wieder? Ich weiß es nicht. Wenn es ein Dienstag ist, verzeiht es mir. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Den nächsten Haul gibt es dann im Juli. Und ich denke, der wird kleiner ausfallen. Weil jetzt habe ich schon sehr viel gekauft, was ich irgendwie brauchte oder was auf meiner Wunschliste war. Und jetzt kann ich erstmal wieder ein bisschen Piano machen. Und gerade auch den neuen dekorativen Produkten, die ich jetzt gekauft habe, halt einfach mal Zeit und Bühne geben, um zu wirken. Das habe ich früher nicht gemacht. Da habe ich eine Sache so nach der anderen gekauft. Die hatten irgendwie gar keine Zeit, sozusagen. Ich hatte keine Zeit, mir dazu eine Meinung zu bilden, weil ich immer was Neues wollte. Dementsprechend mache ich jetzt bewusst ein bisschen langsam. Jo, Friends, das war's. Ich wünsche euch was. Danke, dass ihr dabei wart. Abo, Daumen, Glocke, Kommentar. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.